Und damit herzlich willkommen zur Map-Vorstellung Nummer 3 mit mir, den Sachsen-Let's-Player. Wir befinden uns gerade noch im Mod-Interface vom Spiel her. Warum? Weil es zu der Mod Heavy Plays 2013 Version 3.1 eine kleine Gutmachung gibt. Da in der Version 3.0 scheinbar irgendwas schiefgelaufen ist, gibt es hier als kleine Gutmachung ein DPRL 550 Schaufelbagger von Fendt. Gigant Software GmbH. Ja, den Bagger gibt es halt dann noch gratis dazu. Das wollte ich im Endeffekt hier zeigen. Wir gehen in die Karriere, gehen auf Spielstand 4, gehen auf Start, gehen auf Einfach und wählen die Map Happy Plays V3.1 an. Ich bedanke mich bei allen Moddern, deren Projekte ich hier verbaut habe. Objekte, Entschuldigung. Und bei Citur 6245, der die Grundlage für diese Map geschaffen hat. Die Map besitzt einen Hof, alles anderes vorhanden, was man braucht. Die BGA ist auch in den Hof gezogen. Ein Landmaschinenhändler, Landhandel, Spinnerei, eine BGA, was es auch immer ist. Eine BGA anscheinend, wo ihr eure Eier und Wolle verkaufen könnt. Milch ist nun auch selber abgeholt, damit ihr Geld bekommt. Für alles andere sind Tiere auch noch da. Ne, hier unten ist BGA. Was ist eine BGA? Auch egal, drei Bilder eingefügt und er hat, läuft wunderbar. Wir gehen auf Starten. Das hört sich doch schon mal friedlich an. Wir starten hier in unserem Bauernhaus. Margret! Nee, wie geht das immer? Robert! Egal, wir Entschuldigung, wir starten hier und hier haben wir auch schon unseren Hof. Schön gemacht für Blinde, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Mais, Raps, Gerste, Weizen, alles wunderbar schicki erklärt. Gucken wir auch gleich mal in die Kartenansicht. Eigentlich im Endeffekt eine etwas kleinere Map. Ich gehe mal hier vom Wachstum kurz weg. Okay, das bringt auch alles nichts weiter. Gehen wir mal hier auf die Fahrzeugansicht, genau. Im Endeffekt eine kleine Map, für ganz hardcore kann man das natürlich hier draußen auch noch weiter ausbauen. Aber ansonsten ist das eine relativ kleine Map, warum eigentlich auch nicht für kleinere bis mittlere Bauern, die jetzt nicht dieses übelste Equipment erfahren wollen, ist das natürlich ideal. Weil wenn es schon für Großbauern eine 8-fach Map gibt, warum sollte es dann nicht für kleine Bauern auch ausgeben? Setzen wir mal zum Hof, den haben wir jetzt gleich mal hier. Ja, der Name Happy Plays, wenn ich das richtig ausspreche, passt irgendwie, die Texturen so passen zu diesem freundlichen, nenne ich es mal wirklich, zu diesem freundlichen Image dieser Map. Na, machen wir das Ding bitte ab, ach, da war ein Gewicht dran, alles klar. So, wir haben freilaufende Hühner. Bin ich schon sehr schön gesprungen von hier hinten nach hier vorne. Haben hier den Unterstand für Kartoffeln, haben hier unser Güllefass, unser Mist, ist das Mist? Genau, das ist Mist. Hier haben wir auch unsere Kühe mit originalen Sounds, das ist ja mal geil. Ja, ich hab jetzt zwar okay Surround, aber hört sich doch ganz gut an. Sehen auch hier eigentlich ganz echt aus, hier vorne sieht man so, naja, das sind halt die Texturen, kann man halt beim besten Willen nichts machen. Aber die Sounds sind ja mal richtig geil. Auch hier links und rechts Futter drinne, also ebenfalls hier rechts Futter drinne. Ziemlich geile Sache. So, schauen wir mal weiter. Hier können wir dann draußen unsere, sag schon, Kühe füttern. Hier hinten haben wir noch einen. Ui, sehr nice. Hier hinten haben wir jetzt noch einen Schwader. Dann haben wir hier eine Garage mit unseren Fahrzeugen. Das ist natürlich auch ganz nett. Fahrzeuge wurden etwas gedrosselt, laut Beschreibung, dass sich das auch spielen, was er lohnt. Ja, wie gesagt, für die, die halt realistisch spielen etc., ist das natürlich dann ein Aspekt für alle denen, denen es egal ist, zum Beispiel wie mir, denen ist es halt egal. Hier können wir unseren Dünger aufladen. Es stehen auch noch genug Geräte zur Verfügung. Hier drüben ist unsere Saat und unsere Tankstation. Das freut mich sehr. Wir haben hier einen Haufen Unterstände. Alle animiert. Finde ich wunderbar. Gehen wir auch mal hier direkt zur Straße. Die Straßentextur gefällt mir auch ganz sehr. Oder ganz gut eher so gesagt. Da wir jetzt hier leider nichts in der Spinnerei in der, aber wir können uns gleich mal auf den Weg zur Bayway machen, damit ich mal kurz sehe, was das überhaupt ist.
Deswegen passen wir uns einfach mal hier den Straßenverkehr an, auch wenn der Traktor jetzt natürlich nur noch 40 km/h fährt. Ach, guck mal an, ein Ortsschild. Campingplatz, Landhandel, Händler, da geht's noch hier unten. Ja, bei Bayway soll das der Campingplatz sein? Na egal, wir gehen einfach mal Gas, halten uns, wenn es geht, an die Straßenverkehrsordnung. Und ihr seht ja auch hier schon, die Felder sind dementsprechend uneben, also es geht nach oben, es geht nach unten, es sind keine Vierecke. Für alle die, die etwas Abwechslung von halt diesen Standardfeldern haben wollen. Auch hier die Straßen gehen hoch und runter, das finde ich klasse. Ich überhole jetzt einfach mal, so wie sich das mit der Straßenverkehrsordnung gehört. Ja, war nicht so geplant. Hier rechts haben wir jetzt ein Feld, was 100% aus Wiese besteht. Also für ganz normales Gras, um jetzt den Satz mal Ende zu bringen, ist genug da. Die Autos fahren ganz schön schnell, damit ich mit 40 km/h überholen kann. Ja, auch hier sind alle Felder schon bestellt, das heißt, ihr müsst ja keine Felder kaufen. Ich mache da mal einen Haken drunter, ich weiß nicht hundertprozentig genau, aber so wie ich das hier sehe, ist das so. So, dann sind wir auch schon fast da. Ich überhole hier nochmal schnell. Genau, ich bin eigentlich hier auch ein bisschen falsch abgebogen. Biegen wir mal hier rein. Schöner Feldweg auf jeden Fall. Hier ein großes Schild. Lecker, milchiger, schöner denn je. Wunderbar, sogar Werbeplakate dürfen hier nicht fehlen. Das ist ja die Milchkonsortenfabrik, wenn ich das mal so ausdrücken darf. So, und hier geht es dann jetzt der Bayway. Mal zu gucken, was das hier weiter ist. Alles klar, eine Entladestation für Weizen. Landhandel, ah, alles klar. Das wird als BAWA. Okay, kann ich trotzdem mit dem Begriff nicht so ganz was anfangen, aber sei es drum, ich weiß auch nicht alles. Wir haben jetzt den Landhandel. Der sieht auch sehr schön aus. Auf jeden Fall ziemlich groß. Ist natürlich ein bisschen am Punkt mit der Welt. Aber ihr könnt ja die Fahrzeuge zurücksetzen lassen, sonst sind sie auf dem Hof. Moddingwelt, www.moddingwelt.com. Ja, schöne Werbung. Der Landhandel, das Einzige, was mir hier auffällt, ist, mit der etwas leer ist. Also der Standardlandhandel hat ja hier drinnen ein paar Fahrzeuge stehen. Hier leider nichts, das fällt mir jetzt ganz mal ganz grob auf. Jo, genau, Wiese 1, Wiese 2. Hier ist noch ein Landhandel, hier ist die Spinnerei. So, einfach Gas geben, ich das hier sehe. Ja, fast synchron. Gucken, ob ich jetzt hier hinten rauskomme. Ja, läuft. Dann geben wir nämlich gerade noch mal sofort Bölkstoff nach hier hinten. Um mal schnell noch zu schauen, was es da alles gibt, genau. Nö, also wie gesagt, ich kann meine Aussage bestätigen, Felderkauf gibt es hier nicht. Alles schon vorhanden. Ist jetzt auch nicht weiter so tragisch. Ist eigentlich auch immer so, ich nenne es mal vorteilhaft, wenn man den ganzen Spaß nicht auch schon kaufen muss. So, hier hinten ist noch eine Abnahmestelle, wie ich das gerade sehe. Ich fahre mal auf meinen Landhalben. Hier haben wir eins der sieben Weltwunder, und zwar die Steine, die auch irgendwas mit dem Weltwunder meines Erachtens nach zu tun haben, oder? Keine Ahnung, also irgendwas hat es mit Geschichte auf jeden Fall zu tun. Schön, wie die hier stehen. So, hier drüben haben wir auch den Raps. Genau, hier hinten ist noch eine Abnahmestelle, dort ist auch noch ein Landhandel meines Erachtens nach, wie das genau der Landhandel, der da beschrieben worden ist. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon mit der ganzen Map. Fahre ich jetzt nochmal schnell hin. In dem Sinne könnt ihr euch auch gern überzeugen, mit der ganzen Spaß Lokfehler frei ist. In dem Sinne danke ich auch dafür. Hier haben wir schon einen Unfall, typisch Mercedes-Fahrer oder was es immer für einer sein ist. Ich nenne es jetzt einfach mal Mercedes-Fahrer. Genau, einfach eine ganz normale Abnahmestelle hier mit Tankstelle. Na da. In dem Sinne wollt ihr euch die Map downloaden, Link in der Videobeschreibung, beim Modder bedanken, ihnen konstruktive Kritik hinterlassen für weitere Versionen und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann Leute, haut rein.